Im Zeitalter der Information stehen wir Menschen in ständigem Kontakt miteinander. Wir kommunizieren per Smartphone, informieren uns online, empfangen Hunderte von Fernsehprogrammen oder streamen die verpasste Sendung vom Vortag. Beim Autofahren verlassen wir uns auf das Navigationsgerät. Und auch in der Luft- und Seefahrt spielen moderne Navigationsdienste eine immer bedeutendere Rolle. Noch wichtiger: Im Katastrophenfall sind Rettungskräfte auf stabile Kommunikationsnetze angewiesen, um Menschenleben zu retten. Ohne es zu bemerken, sind wir abhängig geworden von schnellen und zuverlässigen Kommunikationswegen. Würden sie zusammenbrechen, wäre das wegen eines unterbrochenen Telefongesprächs bestimmt nicht dramatisch. Die Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte und Wirtschaftssysteme hätten dagegen gravierende Folgen für uns alle. Immer häufiger übernehmen spezielle Satelliten die Aufgabe des rasend schnellen Datentransports. Kommunikationssatelliten. Per Trägerrakete werden sie in einen geostationären Orbit transportiert. Das bedeutet, sie stehen an einer festen Position über der Erde, also im wahrsten Sinne des Wortes über den Dingen. Nur deshalb können sie jederzeit zwei oder mehr Bodenstationen, also Sender und Empfänger, miteinander verbinden. Allerdings wachsen die Ansprüche an Kommunikationssatelliten genauso rasant, wie die weltweite Kommunikation zunimmt. Nicht nur die Qualität der übermittelten Daten, also ihre Dichte, steigt kontinuierlich. Auch ihre Menge wächst rapide. Außerdem soll die Übertragung auch in abgelegene ländliche Gebiete ermöglicht werden, die auf herkömmlichen Wegen zu erschließen extrem kostspielig wäre. Kommunikationssatelliten der Zukunft müssen also mit neuartigen, sehr viel leistungsfähigeren Technologien arbeiten. Und die müssen zunächst unter Originalbedingungen, also im Weltraum, getestet werden. Die extremen Temperaturschwankungen, die dort herrschen, außerdem Strahlung, Schwerelosigkeit und Vakuum, lassen sich auf der Erde nicht dauerhaft simulieren. Der von deutschen Partnern entwickelte und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betriebene Satellit Heinrich Hertz ist hierfür eine neuartige Testplattform. Sie eröffnet für solche Erprobungen ganz neue Möglichkeiten. Ihr Ziel? Kommunikationssatelliten zu optimieren und flexibler zu gestalten. Wie alle Kommunikationssatelliten besteht Heinrich Hertz aus einer Plattform und einer Nutzlast. Die Plattform umfasst alle Elemente, die notwendig sind, damit der Satellit zunächst per Rakete transportfähig ist und sich später selbstständig in seiner Umlaufbahn halten kann. Dazu gehört vor allem die mechanische Grundstruktur, die die Nutzlast trägt und schützt. Außerdem die Systeme für eine autonome Energieversorgung, beispielsweise durch Solarsegel oder für die Steuerung durch kleine Triebwerke zur eventuellen Positionskorrektur. Die Nutzlast bezeichnet all die Instrumente, die erforderlich sind, damit der Satellit seine spezifische Aufgabe erfüllen kann. Also beispielsweise Antennen, Verstärker oder Experimente im Allgemeinen. Das ist vergleichbar mit einem LKW. Zugmaschine und Anhänger sind die Plattform. Die Ladung ist die Nutzlast. Das Besondere an der Nutzlast von Heinrich Hertz? Sie ist flexibel. Das bedeutet, die Instrumente und Experimente an Bord können von der Erde aus an veränderte Bedingungen angepasst werden. Und damit stehen sie auch für zukünftige Experimente zur Verfügung. Ein vergleichbares System gab es bisher noch nicht. Durch die deutschen Heinrich-Hertz-Technologien können Kommunikationssatelliten zukünftig über ihre gesamte Lebenszeit auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren. Übrigens, warum wird eine so zukunftsträchtige Technologie nach einem deutschen Wissenschaftler benannt, der vor weit über 100 Jahren seine größten Forschungserfolge hatte? Ganz einfach. Heinrich Hertz war einer der bedeutendsten Kommunikationspioniere. 1886 übertrug er erstmals elektromagnetische Wellen von einem Sender zu einem Empfänger und legte so den Grundstein für Technologien wie Telefonie, Telegrafie und Radio. Also für genau die Telekommunikation, die für uns heute selbstverständlich ist.